meine Freunde. Und wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobreportage und mehr. Heute ist nun schon wieder Freitag, der 27.10.2023 und der Monat ist bald zu Ende. Ja, ging ziemlich schnell. Was soll ich euch sagen? Was ist denn in der Woche nun alles passiert? Wollt ihr jetzt wissen? Nicht viel. Nicht viel. Ich hatte ja dieses kleine Best-of hochgeladen, was euch hoffentlich gefallen hat. Das war das letzte Video, das ich gemacht habe. Ja, und heute? Heute denkt ihr natürlich, oh, da bin ich ein Haufen Material zusammengekommen. Nein. Außer ein paar tollen Bilder vom Josef, ein paar tollen Bilder vom André und ein paar Trainspotting-Aufnahmen von mir in mehr oder weniger gut Form. Nicht wegen dem Telefon, sondern wegen dem Wetter. Ist nichts rumgekommen. Was willst du machen? Die meisten haben zu tun. Und andere, sage ich mal, Probleme als Trainspotting mir zu schicken. Was ich verstehen kann. Ist gerade nicht eine leichte Zeit. Das wisst ihr ja selber. Ja, und ich konnte leider nur das filmen, wo ich die Gelegenheit hatte dazu. Es war natürlich geplant, an meinem freien Tag noch zur Murkauer Straße zu fahren. Das ist die Querverbindungsstrecke vom Viadukt rüber zur Hauptstrecke, die nach Berlin geht. Dann kommt ja die Verbindungskurve zu der Strecke nach Engelsdorf oder rüber nach Torgau oder eben nach Halle, was weiß ich, in die andere Richtung. Aber leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Was willst du machen? Das Wetter war wieder mal zum K-Punkt. Tja, so ist das halt. Ja, gibt aber auch erfreuliche Nachrichten. Denn wie ihr euch hoffentlich denken könnt, gab es etwas Besonderes diesen Monat bei mir, bei vielen anderen. Und da muss man wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, als ich das gesehen habe, da ist mir bald alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe es gesagt, das ist ein Druckfehler. Oder will mich einer ärgern oder was weiß ich, aber es ist leider so gewesen. Was heißt hier leider? Es ist Gott sei Dank so gewesen. Denn es war wirklich sehr, sehr wichtig. Oder sagen wir mal sehr dringend. So konnte ich, naja, sagen wir das ein oder andere, was wirklich wichtig war, begleichen. Und habe mir natürlich ein bisschen was noch organisiert. Ich habe meine Rechnung bezahlt. Ja, so schnell ist das halt wieder mal alle. Ja, also alle ist das halt noch nicht. Aber sagen wir mal so, 50% davon sind schon weg. Und dabei habe ich wirklich, naja, eigentlich für mich selbst 30% davon benutzt. Und der Rest war wirklich noch Rechnungen und Sachen, die beglichen werden mussten. Ja, es war leider erforderlich. Ja, was ich jetzt genau meine, könnt ihr euch hoffentlich denken. Natürlich meine ich natürlich Mama. Natürlich meine ich mein Sohn. Ja? Ja, aber wie das also ist, kommen sie dann alle und wollen ihr Geld haben. Und sagen wir mal so, ich kam an das Geld nicht ran. Ne? Ich kam nicht ran. Das Konto war gesperrt. Und wisst ihr, wer derjenige war, der es gesperrt hat? Ich sag's mal ganz vorsichtig. Die Gebührenmafia-Einzugszentrale, die wirklich nur
Bullshit produziert. Thema Funk. Thema Nachrichten, immer nur einseitig. Und natürlich auch der ganze Propagandadreck, der da mal läuft. Aber wir werden dazu gezwungen, das zu bezahlen. Das seht ihr daran, dass mein Konto gesperrt war. Und wäre dieser, sage ich mal, kleine Bonus nicht gekommen, hätte ich schon ganz schön Probleme bekommen und hätte wieder bis zum ersten warten müssen. Aber so habe ich darüber nur mit dem Finger geschnippt und habe gesagt, komm hier, nehmt die Kohle und lasst mich in Ruhe, ihr Idioten. Jetzt habe ich wenigstens meine Ruhe. Ne? Dann habe ich natürlich gleich meine Stromrechnung bezahlt, Internet. Miete mit Bonus und verschiedenes anderes. Natürlich habe ich auch den Frank, das hatte ich euch das letzte Mal schon gezeigt, der hier einiges für mich bezahlt hat, sein Geld auch ein bisschen was zurückgegeben. Natürlich nicht alles, ist klar, das bekommt er natürlich jetzt Stück für Stück auch zurück. Ja, und dann habe ich mir natürlich auch einiges gegönnt, wie man sich ja denken kann. Es war fällig, zum Beispiel ein neues Bettzeug. Was heißt hier Neues? Zusätzliches. Natürlich habe ich nicht Gescheites gefunden, außer dieses Jurassic World Gelumpe. Oder Jurassic World Gelumpe. Also, es war günstig, hat 20 Euro gekostet. Das teuerste waren natürlich die Bettdecke. Ihr wisst ja, der Winter kommt. Und ich habe noch so eine dünne. Habe ich mir also eine russische Federdecke geholt. Die hat 80 Euro gekostet. Mein lieber Scholli, Bettzeug ist teuer. Und natürlich auch ein Kopfkissen. Ein neues, ebenfalls Federdown, oder wie sich das nennt. Und auch das passende Teil, was da und drüber kommt. Das war das Erste. Und schon war mal wieder so 120 Euro weg. Dann war auch fällig eine neue Tastatur. Weil meine alte, die sage ich mal so, die hat nicht mehr so wirklich funktioniert. 25 Jahre, ja. 15 Jahre alt, von Logitech, mit Maus, hinterlassen seine Spuren. Die Maus hatte schon Abgriffsspuren an der Taste und bei Videobearbeitung hat sie ab und zu mal, naja, sagen wir mal, mehr oder weniger gut funktioniert. Das heißt, wenn ich was reingezogen habe bei Drag and Drop, dann ist irgendwas schief gegangen. Durch das neue Programm ist es jetzt noch schlimmer geworden, da habe ich das erstmal gemerkt, dass die Maus wirklich schnellstens getauscht werden muss. Und das habe ich heute gemacht. Ich habe mir heute eine neue Logitech organisiert, eine ganz einfache. Nichts Besonderes. Funktioniert einwandfrei, aber sie verlinkt hat. Ne? Verlinkt hat. Also kann ich hier an der Seite die Tasten hier benutzen und sie ist auch sehr ergonomisch, finde ich. Also mir, für große Hände, stand hier auf der Packung, reicht die völlig aus. Ich brauche ja nicht so eine super High-End-Maus mit Gewichten und so ein voller Fans. Ich spiele eh nicht mehr. Aber für Videobearbeitung braucht man eine ordentliche Maus. Weil durch das Check and Drop und durch hin und her scrollen und zoomen und so weiter benötigt man eine ordentliche Maus. Das gleiche gilt für die Tastatur. Da habe ich mir dann die hier gegönnt. Mal sehen, ob ich sie jetzt hier hochkriege, weil die sind Kabel gebunden. Die leuchtet jetzt nicht. Ist aus Metall. Kann sich jemand erschlagen mit dem Ding. Firma Trust sagt sicherlich einigen was oder auch nicht. Ich brauche keine High-End Monster-Tastatur. Ich wollte ein Set holen. Ja, ich wollte ein Set holen von Logitech. Habe ich auch einige gesehen, aber die Tastaturen haben mir alle nicht gefallen. Ich wollte einen haben mit ordentlichen Tasten. Ja, mit ordentlichen Anschlagtasten. Die lässt sich auch einfacher reinigen. Ja, hat keine zusätzliche Funktion. Ist eine ganz normale Standard-Tastatur. Das mit der Beleuchtung, ja gut, die kann man abschalten. Brauche ich nicht unbedingt. Nervt sowieso bloß dieses bunte Geleuchte. Aber es war halt wirklich die günstigste Tastatur im Kabel gebunden, die sie hatten. Die anderen waren alle günstiger, flach, hatten so kleine Tasten. Ich habe solche Wurstpfoten. Es lässt sich nicht dann gut drücken. Und wenn du schnell schreibst, rutschst du endlich mal ab, kommst auf eine andere Taste, schreibst du was anderes, musst du wieder schnell zurück. Und ich schreibe halt mit zwei Händen und schreibe sehr schnell. Da brauchst du halt eine ordentliche Tastatur. Ja, das war das. Aber natürlich habe ich auch was von meiner Modellbahn mir geholt. Zum einen habe ich mir zwei neue Containerbahnen gegönnt. Diese hier von Hobby Train. Ich glaube, Bahntrans gibt es nicht mehr.
sind sehr schöne Wagen. Da sind ja die, wo ich gesagt habe, die Kupplungsaufnahme ist nicht so die Welt. Ne? Aber das macht nichts. Neue Container dazu habe ich auch bestellt. Die waren ja günstig. 25 Euro. Ja, das ist nicht das Einzige. Das könnt ihr euch auch nicht denken. Ne? Und noch einiges andere. Also ich meine, so Kleinigkeiten. Aber keine Lok. Lok habe ich gar nicht bestellt. Da habe ich Konvolut jetzt ersteigert, was wirklich günstig war, wo ich gedacht habe, bietest du mit oder nicht. Waren drei Loks. Natürlich wieder mal etwas Besonderes. Also nicht irgendwelche Loks. Die eine ist nicht besonders. Ja, das ist wohl so. Aber die anderen beiden, ja. Eine davon habe ich ja live gesehen. Aber davor gestanden. Und es ist exakt die, wo ich davor gestanden habe. Ja, wie gesagt. Wenn es dann da ist, zeig's euch. Ja, was war noch? Neuen Lautsprecher habe ich mir gegönnt. Na? Ihr wisst ja, ich fahre gern mit Musik zur Arbeit. Und ich habe vorher einen Logitech. Heißt das Logitech? Nee, nicht Logitech. Soundblaster X, irgend so ein Ding gehabt. Auch fast 30 Jahre alt. Also einer mit der ersten großen Bluetooth-Lautsprecher. Den habe ich mir damals gegönnt, als ich noch beim Bürgerdienst gearbeitet habe. In einer ANV, den gibt es schon lange nicht mehr. Jetzt habe ich da erst vor kurzem eine neue Batterie reingemacht. Und was ist jetzt in den Arsch gegangen? Die Membrane. Der hat ja zwei Tieftöner, die so aufgebaut sind. Und unten drunter, wo die Bedienung ist, die man schon gar nicht mehr erkennen kann, was dran steht. Ich kann euch mal kurz zeigen. Moment. So. Das ist der alte. Den neuen hole ich auch gleich. Der war nicht teuer. Also der hier hat damals gekostet 80 Euro. Wie gesagt, der ist fast 25 oder 20 Jahre. Also dieses Ding hier. Ne? Den gibt es immer noch zu kaufen aktuell. Aber ihr seht schon, der hat seine Spuren hinterlassen, überall hier Dellen. Der funktioniert noch. Ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das hier. Das Teil. Das ist nämlich, wenn man es genau guckt, da könnt ihr es sehen, ganz, ganz kleiner, minimaler Friss. Und bevor das ganz einreißt, weil ich ja ziemlich laut immer höre, geht er weg. Ist mir zu riskant. Man kann den immer noch benutzen, nicht das Problem, aber man sollte ihn halt nicht mehr voll aufdrehen. Das ist es. So. Ist er voll? Ja. Und das ist der neue. Das ist der neue. Ein ganz unscheinbares Ding, ich habe es schon getestet, hat wirklich einen geilen Sound. Und passt genau in die Halterung von der Wasserflasche rein. Ja. Von Sony. Kostet normalerweise 99 Euro und ich habe den hier gefunden im Angebot. Wasserturm für 50. Nagelneu, logischerweise. Reicht mir völlig aus. Aber der ist halt, wie gesagt, jetzt hoffentlich besser, weil meiner hier, wie gesagt, da ist ein neuer Akku drin und trotzdem ist er nach 40 Minuten, geht das Ding einfach aus. Ich vermute mal, er zittert sich. Vielleicht der Echo ist tot, keine Ahnung. Man kann es noch verwenden, das Ding, man darf auch nicht laut machen, weil das ist dann nach ein paar Minuten, wie gesagt, nach 40, 50 Minuten ist er vorbei. Ja, gut, was gibt es sonst noch? Ja, dann habe ich natürlich mir noch gekannt, 4, 5 Signale von der anderen. Ihr wisst ja, der Götz, der kommt ja am Sonntag. Und da gibt es einen tollen Livestream. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bestimmt so 5, 6 Stunden lang. Morgen gehe ich erstmal auf den Flohmarkt. Da nehme ich ein bisschen was mit. Nämlich dieses H0-Zeug, was ich euch gezeigt habe. Und den, den Triebzug in der falschen Größe. Das ist ein VT11.5. Den wollte ich halt auch in N wieder haben, von Rocco. Leider ist es der H0-Version. Was will ich damit?
nagelneu. Und für diesen Preis, muss ich ehrlich sagen, was ich dafür bezahlt habe, dachte ich, ich habe mir ein Schnäppchen gemacht und dann kommt er hier an und dann ist es einfach. Es stand ja nicht da, es hat nur, man hat es wirklich nicht erkannt. Es wurde von Weitem so fotografiert, so. Und die Kartons, hätte mir vielleicht auffallen müssen, dass die ein bisschen anders aussehen, die Kupplung. Ist mir natürlich nicht aufgefallen. Ich gleich drauf gedrückt, weil es Sofortkauf war. Ja, und dann kam er und die Überraschung war groß, denn es war so ein großer Karton. Ist aber groß. Ausgepackt, Handel. Den habe ich jetzt schon zurecht gemacht, also das heißt, der geht morgen mit auf den Flohmarkt. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was dafür kriege. Ein bisschen mehr als das, was ich bezahlt habe. Da ist wirklich nichts dran, gar nichts. Also nicht mal die Räder sind irgendwie, der muss irgendwo rumgestanden haben, keine Ahnung. Der ist wirklich absolut neuwertig. Alle Zugriffsteile dabei, die ganzen Bedienungsanleitungen dabei. Und die sind nicht mal vergilbt, nichts, überhaupt nichts. Der Karton sieht aus wie neu. Ja, aber wie gesagt, ich kann nicht verwenden. Was soll ich mit H0? Soll ich mir hinstellen oder was? Blödsinn. Ja, und das andere Set, das habe ich halt genommen wegen den Triebzügen, weil ich halt gedacht habe, diese Verbrennungstriebwagen sind selten, denkst du. War ja auch ziemlich günstig gewesen, was der Frank für mich bezahlt hat. Aber ebenfalls, einer geht ja schon nach Dresden, nämlich der, wo Dresden dran steht. Der geht zum Kumpel nach Dresden, der fährt H0, der freut sich schon darauf. Der kriegt über 60 Euro und den anderen nehme ich für 50 Euro. Ja, meine Wagen hier, was weiß ich, Fünfer. Mehr kannst du für die Dinger sowieso nicht verlangen. Ist halt Pico. Der kann sich mal allzu viel verlangen. Ja, und ansonsten habe ich noch ein paar Güterwagen organisiert. Die zeige ich euch dann, wenn die dann da sind. Natürlich logischerweise wieder mal SBB. Naja, die hier schon da stehen, solche. Da habe ich zwei gefunden für 50 Euro. Ja, SBB Cargo. Und dann noch, wie gesagt, die anderen hier, die Hobby Train. Davon habe ich auch noch mal zwei Stück gefunden. Dann kommt noch einer von den Zuckerwagen. Habe ich auch noch einen gefunden, günstig. War der letzte, der da war. Ja, und dann kommt natürlich noch mal Deutsche Reichsbahn. Ne? Mitteleinstiegswagen. Davon habe ich jetzt auch noch zwei hier mir organisiert. Für 40 Euro. Zwei Stück. Ich zeige euch mal welche. Die hier. Muss man rausnehmen, so. Also, diese hier. Und genau die gleichen von Deutsche Reichsbahn. Drei Stück. Na? Hatte ich ja schon mal, damals sind sie ja mal entgleist, weil jemand hier diese hier eine Beleuchtung eingebaut hatte und dann haben die Trägerstelle nicht mehr richtig funktioniert. Die laufen ja gut, das wisst ihr ja. Davon habe ich ja schon fünf gehabt. So, aber die Überraschung kommt jetzt. Ich habe diese zwei Wagen, wo ich 40 Euro bezahlt habe, habe ich jemanden gezeigt. Ich weiß nicht, ob er den kennt, der nennt sich 9mm Freak. Und er hat natürlich damit mir ein bisschen, sagen wir mal, rumgestritten. Hat gesagt, die hier, die hat er schon gesehen, für 20 Euro. Verbraucht. 20 Euro, die hier. Okay. Habe ich natürlich nicht geglaubt, weil die kriegst du nicht für 20 Euro. Keine Chance. Das weiß ich ganz genau. Das sind ja nicht die DB-Version, das sind die XDR, die dann als RB20 gefahren sind, von Saalfeld nach Halle. Und das sind auch die, die, jetzt haltet euch fest, die sind nämlich auch gefahren mit der Ludmilla nach Chemnitz. Warum das nicht so gelassen haben, verstehe ich so nicht. Nee. Ist das halt. Ja, natürlich dann wahrscheinlich der Zug dann immer schön besucht von Touristen und von Leuten, die gerne mit historischen Wagen fahren, aber es sind ja immer noch historische Wagen, das ist ja. Und die gibt es ja auch bald in Sporen. Ja, gut. Also, kurzer Rede, langer Sinn. Und vorgestern, plötzlich schickt er mir Bilder. So. Und tatsächlich, er hatte recht. Da gab es tatsächlich solche Wagen für 25 Euro bei Menzels Lokschuppen. Töff, töff. Aber jetzt kommt's in einer anderen Lackierung, nämlich von GYSIV. Müsst ihr euch vielleicht was sagen, es ist eine ungarische Bahngesellschaft, aber die Wagen haben mir so gut gefallen, dass ich diese drei, habe ich dort angerufen und habe gleich gesagt, ja, die nehme ich, die will ich haben.
Ja, warum nicht? Sieht doch cool aus. Es braucht bloß die passende Ludmilla dafür. Die gibt es in Spur N. Aber leider, ich sage mal, Goldstaub. Es gibt demnächst eine Taiga-Dramme in dieser Farbgebung. Vielleicht gönne ich mir die ja, wenn sie günstig ist. Noch ist sie nicht erhältlich. Aber das muss man dann sehen. Ja, dann habe ich schon auch einen ungarischen Zug auf meiner Anlage. Warum nicht? Ja. Ja, und die Wagen gefallen mir ja sehr gut, sage ich ja. Egal in welcher Farbgebung. Dann habe ich die in drei verschiedenen Farbgebungen. Einmal als ungarische Version, einmal als DB-Version und einmal als deutsche Reichsbahn-Version. Also genau die drei Stufen. Ja. Denn grün waren sie am Anfang. Dann hat die DB die übernommen und rot lackiert. Und dann, was ist passiert? Richtig. Dann hat die DB die Wagen abgegeben nach Ungarn. Und dort laufen sie dann jetzt als gelb-grüne Wagen. Von der, ich habe nämlich erst gedacht, Erfurter Bahn, aber es ist der Elbebahn oder Elblandbahn oder irgend sowas. Ein Grenzverkehr zwischen Österreich und Ungarn. Ja. Und davon, wie gesagt, drei Wagen. Drei habe ich mir noch organisiert bei Haben will. Also habe ich dann sechs Stück davon, das reicht völlig aus. Und vielleicht noch die Tiger-Trommel dazu. Er sieht bestimmt geil aus, wenn der Zug dann auf meiner Anlage fährt. Ja, das war das. Also muss ich schon mal in 9mm Freak dafür bedanken, dass er mir die Wagen gezeigt hat. Die waren nur deswegen so günstig, weil sie gebraucht waren. Denn ich habe die nämlich auch neu gefunden. Und jetzt rate doch mal, was die neu kosten. 59 Euro. Einer. Ja. So viel zum Thema. Die gibt es günstig. Die habe ich übrigens auch gefunden. Die hier. Mit Steuerwagen. Steuerwagen 109 Euro und die Wagen 60 Euro. Oder sogar 65 Euro. Je nachdem, was von der Ausführung ist. Ich glaube, erste, zweite Klasse. Der hier also gemischt kostet 65 Euro und die anderen kosten alle 60 Euro. Neu natürlich, logischerweise. Also so viel zum Thema, die kriegt man günstig. Ich habe sie günstig gefunden. Wie gesagt, zwei Stück für 41 Euro. Das war wirklich günstig. Original verpackt, neuwertig. Ja, die werden natürlich alle mit Magnetkupplung versehen, wie sich das gehört bei den langen Halberstädtern. So nennen die sich nämlich. Und dann laufen die natürlich dann auch tadellos. Dasselbe mache ich natürlich auch dann mit den Hobby-Train-Containerwagen, weil die öfters mal Probleme mit den Kurven haben. Da kommen verlängerte Magnetkupplungen dran. Da organisiert mir, oder sagt, der baut mir da Max dann ein paar Kupplungen. Dafür kriegt er dann eine Lok. Wo ich noch nicht weiß, ob es ihn gäbe oder nicht. Bin am Überlegen. Hat den ganz lustigen Namen, aber wenn ihr sie dann nachher seht, wenn sie da ist, vielleicht behalte ich sie, wenn sie so läuft wie in dem Video bei dem einen Modellbahner. Weil das ist schon eine lustige Lok, sag ich mal. Eine sehr, sehr alte Lok. Und ja, weiß ich noch nicht. Ich überlege es mir noch. Gut. Jetzt habe ich aber, glaube ich, genug gebabbelt, gezeigt und gemacht und gemehrt. Und dann fehlt es noch was. Nämlich das bisschen Trainspotting, was ich noch zusammenkratzen konnte, sage ich mal. Davon sind mir drei Sachen durch die Lappen gegangen, weil heute war es so ein, sage ich mal, ein bescheidenes Wetter, dass man nicht draußen sitzen konnte. Ja? Ich habe mich eine Weile reingesetzt zum Aufwärmen, bis der nächste Zug kommt. Ja, und in der Zeit ist leider ein Schweizer mir durch die Lappen gegangen, logischerweise, der Containerzug mit der SBB Cargo. Dann ist mir ein Kesselzug durch den Lappen gegangen und was ganz ärgerlich war, eine Lütti. Die hatte ein paar Hochbahnwagen dran. Ob die leer waren oder voll, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es war ein Schrottzug, weil die sahen ziemlich schlimm aus, die Wagen. Ich habe es nur gehört, als ich da drin saß und Kaffee getrunken ja, und so rennen sie sich dann raus oder was? Bringt nichts. Das war übrigens die Rot-Weiße. Die altbelüftete. Was willst du machen? Aber das andere, wie gesagt, habe ich erwischt und dabei war auch noch etwas Historisches. Was heißt Historisches, aber Altbaumäßiges. Und das konnte ich aber noch erwischen. So. Gut, dann wünsche ich dir jetzt mit diesem restlichen Trainspotting von mir, vom André und vom Josef noch viel Spaß. Wenn ich dieses Bubble zeige, erkläre, per Video gezeigt, da fängt es an, gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, nette Kommentare, Kritiken könnt ihr auch da lassen. Und am Sonntag, wie gesagt, der Livestream
Der wird ungefähr so um 9 Uhr starten, denn um 8 Uhr kommt er ja. Wir müssen alles vorbereiten, Kisten weg, Andache abrücken und so weiter und so fort. Das kriege ich auch alleine hin, da muss er nicht damit helfen. Ja, und dann geht es dann um 9 Uhr los. Und wie lange wir bauen, das werden wir sehen, denn ich muss nämlich dann am Montag auch zeitig aufstehen. Da wollte ich sowieso noch anrufen, ob das mit der Schicht so stimmt, wie es im Plan steht. Aber ich denke mal, es wird so stimmen und dann muss ich wieder um 4 Uhr raus und da kann ich natürlich nicht so lange bauen, das ist da. Aber bis 17 Uhr, so in der Drehe, werden wir auf jeden Fall arbeiten. Ich werde ihn tatkräftig unterstützen, denn ihr wisst, er ist nicht mehr der Jüngste, beim Kabel verlegen und natürlich mit anschließen. Und für mich, also was ich jetzt alleine mache, habe ich mir überlegt, werde ich da hinten nochmal die Kurve mir vornehmen mit diesem Huckel. Der ist doch ein bisschen extrem. Ja, das ist ein bisschen grenzwertig. Muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie wieder rauskriege. Ohne dass die Weichen kaputt machen. Ja, und dann schotter ich ein bisschen, dann noch ein paar Masten setzen und dann ist da hinten die Ecke dann auch so weit wie möglich fertig. Wenn die Verkabelung geklappt hat, gibt es natürlich auch Probefahrten. Logischerweise auch von denen hier. Siebenteilig jetzt. Mit einer passenden Schublok oder Zuglok und verschiedene andere Züge, der noch auf dem Gleis steht, der Zuckerzug, der Kohlezug, wir müssen ja alles testen. Und natürlich auch der AHB lassen wir mal fahren, weil mir ist nämlich aufgefallen, ich wüsste, dass ich mit dem Drehmann hier diese Stellen gemacht habe, die sind ziemlich weit auseinander. Und ich habe Angst, dass die Wagen rausspringen, ja, wisst ihr, die haben so kleine Äxchen, so ganz kleine hier. Da kann schon passieren, wenn du zu schnell drüber fährst, dass der ganze Zug entgleist. Und dort an der Stelle wäre es ein bisschen ungünstig, da fliegt nämlich alles runter. So sieht's aus. So, jetzt habe ich aber genug gebabbelt. Jetzt geht's los mit den paar Sachen, die ich noch gefilmt habe. Film ab und mach's gut. Und denkt dran, Sonntag Livestream. Tschüss. Tschüss. Tschüss.